Falls ihr Bock habt, Leute, dass wir das Video mal richtig anschauen, ja, über was sie reden, über welche Story die reden und so weiter, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann schauen wir uns auf jeden Fall, vertiefen wir uns in das Thema China Street Barber. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, was für Utensilien die benutzen, ob die stabile Maschinen haben und so weiter. Aber gucken wir mal. Guck dir mal so chinesische Street Barber an. Gibt's sowas? Gucken wir uns gleich mal an. Es fehlt einfach. Dieses Best Barber-Ding fehlt auf meinem Kanal. Könnt ihr das bestätigen, Leute? Könnt ihr das bestätigen, dass Best Barbers auf meinem Kanal fehlt? Und deswegen müssen wir mal auf jeden Fall mal eine Folge anschauen. China Street Barber. Die schneiden auf der Straße. Das habe ich bis jetzt nur in Indien gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, was hat denn hier so am meisten Klicks, ja? So erstmal immer nach Klicks gucken, so dies, das. Haircut in China, komm, wir gucken uns das mal, wir gucken nochmal ein bisschen rein. Alter, das ist ja mal laut sein Cousin. Ich bin gespannt, was sie für Equipment und so haben. Oha, guck mal. Digga, guck mal, wie die auf der Straße sitzen. Also ich habe gedacht, da sitzt vielleicht einer und verkauft so seine Dienste, beziehungsweise als Friseur, ja, moin. Dienste, aber hier 1, 2, 3, 4 Barber. Ja, also die zahlen keine Miete, die ist das bestimmt. Und die Haare wehen da einfach draußen rum oder was? Kommt ein Windstoß, alles weg. Müssen die nicht putzen, Bruder. Moin. Geil. My first haircut on the street in China. Okay, was will er da schneiden? Hoffentlich macht er Seiten auf Null. Ich bin mal gespannt, ob die das in China machen. Gucken wir mal. Also ich könnte mich dort auf jeden Fall unterhalten mit den Leuten. Scheiß auf den Text, was da unten steht, mal alles. Hört sich richtig sympathisch an. Oh, alle Haare weg, ja, machen wir Seiten auf Null. Ich übersetze für euch, ja. Ja, zack, zack, Seiten auf Null weg, ja. Dann ist dein Leben viel besser, genau. Ja, einfach weg, einfach weg. Seiten auf Null, du bleibst für immer jung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin 81 Jahre alt und trage immer Seiten auf Null. Aha, er hat gesagt, du kannst ruhig mehr schneiden, du kannst ruhig mehr schneiden. Ja, Bruder. Wäre hier ein Araber gestanden, hätte direkt zu viel gemacht. Aha, das geht annähernd. Oha, guck mal, weil er eine Kamera, eine GoPro in der Hand hat, er hat eine GoPro in der Hand, die stellen sich alle um den rum, als wäre der Musiker. This is interesting. They've probably never seen a foreigner get their hair cut on the street. Der Mann hier hinten, guckt euch mal diesen stabilen Baba Schnurrbart an. Der könnte hier locker bei den Triaden oder Yakuza sein. Was? $3 zahlt der US-Dollar für einen Haarschnitt? Aber krass, wie der sich gut mit denen unterhalten kann, ja? Also, hammergeil, Mann. Wenn man so mehrere Sprachen kann und so, vor allem Chinesisch ist eine schwere Sprache bestimmt. Also die Schere hört sich schlimmer an als die Scheren, die man früher damals in bildende Kunst hatte, damals in der Schule, mit denen man Papier geschnitten hat, diese, wo du nicht mal den Finger schneiden konntest. So hört sich die an. Oha, was ist denn Schere, ja? Richtige Heckenschere, Bruder. Oha. Die ist brutal, die Schere. Ey, aber sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ja? Ich will ja nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber diese Utensilien, die die haben, sind halt nicht gut, ne? Wenn du dir vorstellst, die Leute, die haben hier so eine brutalsten Maschinen für
200-300 Euro, ja, und dann haben die Scheren für 1.500 Euro. Eine Schere kostet 1.500 Euro, die Schere, die der hat, die findest du hier im Mauerpark auf dem Flohmarkt für 50 Cent. Guck mal, der Spiegel. Bruder. Geil, Mann. Tut es weh? Oha, ach so, das ist so ein, ey, das ist so ein Rasiermesser. Ey, das wäre in Deutschland definitiv nicht erlaubt, ja? Bei den deutschen Friseurläden, wenn die ein Rasiermesser benutzen, müssen die sowas haben, wo das Rasiermesser, das Chavette, dann reingeht, damit das desinfiziert wird. Und es muss immer bei jedem Kunden eine neue Klinge verwendet werden, weil ihr wisst ja nicht, was für eine Krankheiten der hat, und wenn er geschnitten wird und so kleine Mikroschnitte übertragen ja auch Krankheiten und so weiter. Alter, ich bin ein richtiger Professor geworden. Aber das ist ein Rasiermesser, ja? Was man schärft. Also ich hätte auch keinen Bock, dass der mich damit rasiert. Und das ist bestimmt auch nicht, der schärft das bestimmt auch nicht jeden Tag, deswegen tut es bestimmt weh. Bruder, muss los. Oha, cool. Was macht er? Achso, massiert er den? Vor allem auf dem frisch rasierten massiert er den, Bruder. Leute, an alle Leute da draußen, ne, die schon mal den Nacken rasiert bekommen haben. Kennt ihr das nicht? Der Nacken ist erstmal einen Tag lang komplett berührfreie Zone erstmal. Auch wenn ihr unter der Dusche steht oder wenn ihr euch dann mit dem Handtuch abtrocknet, ihr tupft da nur ab, Mann. Das tut so richtig weh, das brennt richtig. Und der massiert direkt drüber mit seinen Fingern. Bruder, da muss ich... Da muss ich auf jeden Fall hin. Ich schwöre, wer will damit... Schreibt es in die Kommentare. Wer möchte mit mir nach China, dass wir zusammen mal so einen Roadtrip machen und die Street Barber mal ausprobieren? So Seiten auf Null mäßig. Wisst ihr? Aber das brauchen wir in Deutschland auch, Mann. Ey, wäre das nicht geil, Mann? Du sitzt bei Amar, ja, oder irgendwo beim Friseur. Digga, da kriegst du erstmal eine fette Massage. Ich war bei jedem, bei so vielen Barbieren, Leute, bei so vielen Friseuren und kein einziger hat überhaupt Ansatz irgendwie gemacht, so mal Nacken zu massieren. Digga, ich würde es sofort zulassen. Egal, ob das ein Mann ist oder nicht, hallo. Viele Leute sagen, ey, ich habe Berührungsängste mit einem Mann oder so. Ist ja schon schlimm genug, wenn er mit seinen Fingern mein Gesicht anfasst. Oder wenn er mit seiner, mit seinem, unten, unter Gürtellinie, wisst ihr? So, wenn er dich so rasiert, warte, ich stell's euch mal vor. Ja, der rasiert so, ihr sitzt so da, ja, und euer Arm, warte, und euer Arm ist hier und der rasiert so, ja, warte, Moment, ich zeig's euch, hier ist der Arm, ja, hier ist der Arm, guck, hier ist der Arm, ja, so liegt der Arm da und der kommt die ganze Zeit so dran und will euch so rasieren, so, und ihr kommt dann die ganze Zeit mit deinen Ellenbogen da dran, versteht ihr? Auf jeden Fall, würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, liebe alle Barbiere da draußen, alle Friseure, massiert eure Kunden, glaubt mir, die kommen nochmal, die kommen vielleicht sogar zweimal die Woche. Wenn ihr anfangt, Nacken zu massieren, 5 Minuten lang, der kommt 100% jede Woche, ja, das ist ja dann mit Massage inbegriffen, Bruder, mach das, glaub mir, Marketing. Zeig mal. Ja, Mann, seid auf Null. Oha, aber der Übergang hier ein bisschen verkackt, merkt. Guck mal. Guck. Hier, ein bisschen Strich rein. Dies, das, ja, Ananas. Aber kann man ja nicht viel erwarten mit so einer Maschine. Aber. Ja. Aber er hat fast auf Null, Bruder. Auf jeden Fall muss man sagen, er hat sowas. Ja, Moment mal, ich mach mal hier. Auf jeden Fall muss man sagen, Leute. Dass ich sowas gerne ausprobieren würde. Ich würde gerne nach Indien fahren, ja, würde da so geile Videos machen, weil ich sehe das nur von Engländern, beziehungsweise englisch sprechenden Menschen, die in Indien sind und sich die Haare schneiden lassen. Ich habe keinen einzigen Deutschen. Kennt ihr einen Deutschen, der nach Indien fährt, sich die Haare schneiden lässt, nach China oder von diesem Nomad-Barber oder was weiß ich, in Irak, Kurdistan, Bruder, da kenne ich keinen, Mann. Ohne Witz. Also ich müsste das mal machen. Ich bin nächste Woche in Istanbul. Ich muss mir mal in Istanbul, wenn ich Zeit habe, müsste ich mir mal einen richtigen Oldschool-Barber aussuchen, der mir dann Full Treatment verpasst, ja? Mit Massage und Gesichtsmassage und so weiter und Feuermeuer. Was haltet ihr davon? Soll ich davon ein Video drehen? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich bin gespannt. Also
ich habe da Bock drauf. Ich würde auch nach China fliegen, ja, um so ein Video zu machen. Definitiv, Mann. Wer wäre dabei von euch? Wer wäre dabei? Also, ich würde es machen. Няма нами да спеем нашето си момент.